Hallo, ich bin Julia. Wir stehen hier gerade vor dem St. Elisabeth Krankenhaus in Köln und ich habe hier meine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht. Und wir wollen euch heute zeigen, wie es heute läuft. Kommt mit! In Hohenlind sind wir wie eine Familie. Es ist ein sehr familiäres und traditionelles Haus. Man kann hier die Ausbildung zur Pflegefachkraft machen, aber auch zur medizinisch-technischen Assistenten in der hauseigenen MTA-Schule. Durch die interdisziplinäre Arbeit sollte man teamfähig sein, man sollte empathisch sein, damit man auch auf die Patienten eingehen kann. Man muss selbstständig sein, selbst strukturiert sein und eine gewisse Belastbarkeit sollte auch vorhanden sein. Durch den hohen technischen Standard, den wir hier haben, fällt das Arbeiten leicht. Selbst in einem stressigen Dienst sind die Kollegen immer nett, hilfsbereit und freundlich, sodass es immer großen Spaß macht, hier zu arbeiten. Nach der Ausbildung kann ich in Hohenlind in verschiedenen Bereichen und Funktionsabteilungen anfangen zu arbeiten. Ich kann darüber hinaus an Fortbildungen und Weiterbildungen teilnehmen. Um alle Patienten gut versorgen zu können, arbeiten wir eng mit den MTAs der Radiologie und der im Labor zusammen, die in der hauseigenen MTA-Schule ausgebildet werden. Hier finden unter anderem Analysen von Patientenproben statt und mit Hilfe bildgebender Verfahren werden auch Frakturen diagnostiziert.